Ja, aber ich meine, die Sprache wird ja oft verhunzt. Man merkt es bei den Friseuren. Die Friseure haben eigentlich damit angefangen. Ich habe einen Friseursalon neulich gesehen, den gibt es wirklich in der Nähe von Hamm. Dieser Friseursalon, wie gesagt, es gibt ihn wirklich. Der heißt Haare. Aber auf Englisch. Also Hair. Und danach heißt er auf Deutsch vorragend. Der heißt hervorragend.